Liebe Freunde, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich über Negativkommentare auf der Website CoinMarketCap beschweren können. Gehen Sie dazu auf CoinMarketCap und loggen Sie sich dort ein. Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich an, indem Sie auf die Schaltfläche Login im oberen rechten Ecken klicken. Wenn nicht, führen Sie einfach eine Registrierung durch, indem Sie oben rechts auf Sign Up klicken. In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Nach der Eingabe klicken Sie bitte auf Schaltfläche Create an Account. Sie werden dann aufgefordert, eine einfache Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Danach bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Verifizierung Ihres Kontos. Folgen Sie bitte diesem Link. Sie haben sich also erfolgreich auf CoinMarketCap registriert. Geben Sie nun im Suchfeld PLC Ultima ein und wählen Sie im sich öffnenden Fenstermenü die Zeile mit dem Logo unseres Coins aus. Es wird eine Seite geöffnet, die unserem Coin gewidmet ist. Scrollen Sie nun die Seite nach unten. Rechts sehen Sie einen Feed mit Kommentaren. Wählen Sie einen negativen Kommentar aus und klicken Sie in der unteren rechten Ecke unter dem Kommentar auf die drei Punkte. Es öffnet sich die Option, was man mit diesem Kommentar machen kann. Wählen Sie bitte die erste Option aus der Liste, Report Post. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die Art des Problems und den Grund auswählen müssen. Wählen Sie in der Spalte Problem Type die Option It is suspicious, misleading or spam. In der Spalte Reason wählen Sie bitte die Option Giving unsolicited or incorrect information. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Report. Danach kommt eine Meldung, dass Ihre Beschwerde erfolgreich eingereicht wurde. Bitte beschweren Sie sich über möglichst viele negative Kommentare. Dies wird dazu beitragen, gefälschte Kommentare von unserer CoinMarketCap-Seite zu entfernen. Jetzt erklären wir Ihnen, wie Sie ein Feedback über Ihre guten Erfahrungen mit PLC Ultima-Produkten hinterlassen können. Sie können ganz einfach einen Kommentar hinterlassen. Rechts neben der Grafik sehen Sie ein Fenster, in welches Sie Ihr Feedback schreiben können. Nachdem Sie mit dem Schreiben Ihrer Bewertung fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Post. Anschließend wird Ihr Kommentar im Feed angezeigt. Viel Erfolg!